Vielleicht noch kurz umgeschaut. Wow. Sieht eigentlich noch eigenartige Bäume, Häuser. Ja, aber. Ja. Was sind die? Was ist hier oben? Schätze! Schätze! Nichts. Gut. Wollt ihr jetzt einkehren? Yep. Ja, genau. Tja, dann auf zum Abendessen. Hunger! Ja, Schatz, bist du müde? Sollen wir uns zusammen hinlegen? Ja, ich will auch, ich will auch. Sie will bestimmt etwas Wärme. Komm, wir legen uns zusammen hin. Haschell, du hast da nichts zu suchen. Dieses Schlaflied. Zu Hause bei Herr Schell vor 27 Jahren. Ist das nicht eine wunderschöne Melodie? Diese Melodie widme ich meinem zukünftigen Kind. Das bringt ihm bestimmt mehr, als Kampfkünste zu erlernen. Ach, Herschel. Ist das nicht ein wunderschönes Lied? Ich habe es von da gelernt. Da kannte dieses Lied? Er sagte, seine verstorbene Mutter hätte es ihm beigebracht. Es ist ein Schlaflied, das sie für Dark geschrieben hat. Was? Ja, genau. Was? Verstehe, es ist kein Zufall, dass ich das mitbekommen habe. Ich gehe etwas an die frische Luft. Da fällt mir ein, dass Dart schon Ewigkeiten auf dem Dach ist. Geh doch mal zu ihm. Ah, Meru, hau ab! Meru, weg da! Dieses Lied kenne ich von früher. Weißt du noch, wie du das erste Mal nach Seelis kamst? Ich war noch klein und du hast mir dieses Lied gesungen. Ich erinnere mich. Damals habe ich immer auf dich aufgepasst, als ob du wirklich meine kleine Schwester wärst, Shana. Wie eine kleine Schwester. Aber seitdem hat sich viel verändert. Auch wir zwei, Dart. Ja, auch wir zwei, Shana. Und wie? Sandkastenfreunde, was? Ich frage mich, wie es meinem Sandkastenfreund geht. Der Mond, der nie untergeht. Es war mir bisher nicht aufgefallen, aber der Mond hat Einfluss auf unsere Reise genommen. Ja.
Mein Kopf. Shana? Was ist denn los? Bist du in Ordnung? Es geht mir wieder gut. Ich kann jetzt wieder aufbrechen. Bist du dir ganz sicher? Du kannst wirklich so lange hier bleiben, wie du möchtest. Das ist sehr nett, aber wir müssen jetzt weiter. Bis bald. Los geht's, wir müssen Light schnell finden, sonst ist es zu spät. Meine Rede. Gut, gehen wir. Also, was haben wir gelernt? Shana plus Montenegro ans Untergeht gleich Kopfschmerzen. Gut, wir sollten jetzt eigentlich, sollte der Hirni da weg sein, genau. Nach rechts. Gehen wir doch mal in dieses Haus hier. Okay. Beruhige dich, wir haben so viele Kämpfer. Theo wird gesund zurückkommen. Camille ist wieder... Ist jetzt ein Monster. Er ist nicht der Cameo von früher. Oh nein, Theo. Theo. So viele Kochutensilien. Hier lebt wohl ein Vielfaß. Oh, Kiste? Nein, schade. Wow. Okay. Ach so. Nee, oder? Hier ging gerade ein Kampf, oder? Ich glaube, da war dann Cameo drin. Hui! Genug gespielt. Sonst geht's noch kaputt. Hä? Oh. Da steht Schatztruhe in der Handschrift eines Kindes geschrieben. Das war die Vorratskammer. Schick. Nur bringt's mir nichts, aber egal. Gut. Tut. Milse so. Ja. Immergrün Wald. Ja, was uns da erwartet, das werden wir dann das nächste Mal sehen. Wenn es wieder heißt, Let's Play The Legend of Dragoon. Also, ciao, ciao und bis dann.